Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir spielen heute die Map Wellenbrecher. Das Ganze natürlich im Conquest Large Modus. Ey, ach, ich hasse diese... Ich hasse die Stelle. Man kommt nämlich überall einwandfrei hoch, nur immer an diesen Ecken nicht. Aber ich weiß immer nicht ganz genau wo und wann und manchmal vergisst man es dann auch und dann ärgert... Dann ärgert man sich nämlich auch wieder immer so ein bisschen und weiß ich was. Und ja, da funktioniert leider so ganz die Physik dann auch wieder nicht. Ansonsten seht ihr, ich spiele mit der M4 ausnahmsweise mal, weil die mir nämlich eigentlich auch ziemlich zusagt, weil die eine schöne Allrounder ist und ich mag eigentlich eher so Allrounder-Waffen auch. Aber mal gucken, wie die so insgesamt wird. Wir haben Sauron getötet. Nein! Ach, Mist, jetzt sind wir draufgegangen. Ich wollte eigentlich nur Frodo sagen, dass er nicht loslaufen muss, aber oh Gott, wir sind wieder gerettet worden. Das ist sehr geil. Dafür gibt es natürlich auch das Dankeschön. Und dann kämen wir uns fast überlegen da rechts durch. Da, wo die jetzt gerade lang rennen. Das sieht doch gut aus. Da gehen wir mal auch lang. Wie sieht's aus? Machen wir uns ein bisschen qualmen. Da werden wir geschossen von der anderen Richtung. Oh, hallo. Oh, jetzt rennt er weg. Wasser. Oh, wir haben sogar nur Killhilfe gekriegt. Aber ist ja auch in Ordnung. Hauptsache, wir nehmen den Punkt noch ein. Der ist nämlich fast schon... Alter, schießen der hier überall. Das ist ja, Alter, was hier abgeht. Zack, komm wieder. Ach, unterstanden sie. Die spawnen hier nämlich immer in diesen Seitenräumen bei diesen Außenpunkten. Und das ist irgendwie immer nicht so geil, weil da hat man immer relativ schnell so das Problem, man denkt eigentlich, das ist alles safe und dann wird man von sonst irgendwoher noch mit abgeschossen. Ansonsten ist es nicht so ganz meine Map, weil eigentlich spielt die sich meiner Meinung nach eigentlich nur so in diesen drei Mittelpunkten ab, die auch cool sind, da machen sie auch Laune, also hier dieser komische U-Boot-Bunker, aber draußen irgendwie nicht. So, jetzt gehen wir gleich ein bisschen weiter nach links, dann wird er auf keinen Fall nochmal so einen Kacke hier haben. Ja, endlich, jetzt funktioniert. Den haben wir nur angeschossen. Alter. Geht das hier ab? Oh Gott, da können wir noch einen heilen. Mensch, da habe ich gar nicht mitgekriegt. Zum Glück kam da noch die Nade und wir sind in die Richtung. Oh, da können wir noch einen heilen, Das, geht in Ruhe. Oh, da sind noch mehr. Den haben wir. Ja, sauber. Und den kriegen wir auch noch. Nice. Da haben wir doch tatsächlich so einigermaßen hier... Oh, da drüben sind sie noch. Ich wollte schon sagen, wir haben das hier einigermaßen safe, aber haben wir anscheinend doch nicht. Oh, komm, wir müssen hier nach außen weg. Nach außen. Wo schießen die da hin? Ist hier noch... Oh, da ist einer im Wasser. Hat er auf dem Wasser geschossen mit einer Astro? Naja, gut. Wir stellen keine Fragen, wir machen einfach weiter. Zum Beispiel könnten wir... Oh, Cäsar wird wieder eingenommen. Das ist sehr gut, weil ich will hier eigentlich gar nicht raus, wie gesagt, aus diesem Bunker. Der macht nämlich Spaß und ansonsten halt eher nicht so. Also gehen wir aber auch gleich wieder zu dem Punkt. Schauen wir mal. Mal ein bisschen Qualm, weil wir es können. Ja, hier ist niemand. Okay. Die sind schon recht weit. Da rechts. Er weiß schon, wo er ist. Okay. Na gut. Okay. Wenn er durch Wände sehen kann. Ich kann es nicht. Aber wir haben es. Der scheint auch soweit safe zu sein. Dann lassen wir die mal hinten. Jetzt gehen wir aber gleich weiter zu Emil. Alter, Scheiter, sind die aber auch fix mit den Punkten. Ich finde es auch ganz gut, dass hier eigentlich so das gesamte Team, also beide Teams sich eigentlich, also immer wenn man die Maps spielt, auch wirklich dann nur um diese drei Punkte hier kämpfen. Insofern ist es sogar fast ein Close Quarter. Nix. Ach, scheiße, in Sachen Infanterie-Gameplay. Das macht echt ganz Laune. Oh, geil. Gut, jetzt schnell. Hier haben wir noch ein bisschen. Oh, den haben wir. Der wurde uns geschenkt. Aber sowas geschenkt. Wir müssen erstmal Deckung. Wir sind garantiert wieder irgendwo oben drauf. Und hinter uns. Ach, sehr nah bei uns schon. Viel zu nah. Kacke. Na gut, kann man nichts machen. Ansonsten glaube ich gar nicht so schlecht der Start. Müssen wir gleich schauen, was die Tickets so sagen. Ja, wir liegen ein bisschen zurück, aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Und wenn nicht, ist auch nicht wirklich so schlimm auf der Map. Ehrlich gesagt, denn Hauptsache, die macht halt noch irgendwie Spaß. Ja, den haben wir auch noch. Ach, das waren zu viel. Aber wir haben Sauron wieder gekriegt. Mensch, der kommt aber auch immer wieder. Aber ich, einfach, keine Ahnung, ich finde einfach bei diesen Seemaps generell halt dieses Problem, dass wenn man halt irgendwo weiter außen ist, einen Punkt eingenommen hat und dann versucht irgendwie wieder irgendwo anders hinzukommen, dann hat man teilweise sehr große Probleme. Vor allen Dingen, weil dann die Jets zum Beispiel in dieser offenen Fläche sehr leichtes Spiel haben, dann kenne ich das voll häufig, da bist du auf so einem bekackten, einfachen Boot, fährst durch die Gegend, willst irgendwo nur anders hinfahren, dann wirst du von einem Jet attackiert, du kommst auch rechtzeitig raus, also der ist nicht mal hier richtig gefährlich, aber danach schwimmst... Schade, sorry. Aber dann schwimmst du danach so bekackt in der Walachei, dass du dich eigentlich nur selbst umbringen kannst. Also, in-game. Und das ist schon wirklich nicht so geil. Und das passiert leider sehr häufig und es nimmt den ganzen
irgendwie... Ach. Aber wir haben ihn immerhin da hinten noch. Und das nimmt dem Ganzen halt immer so, finde ich, diesen Spielflow. Auf Stadtmaps oder sowas, oder wo die Punkte eher beieinander liegen, oder man sich halt auch mit den Fahrzeugen eher in den Häuserschluchten verstecken kann, hat man eher so das Gefühl, ja, jetzt hat man das eine eingenommen, jetzt schnell zum nächsten, schnell zum nächsten. Und dann funktioniert das. Während es hier teilweise dann total unterbrochen wird und man immer weiß, ja, was jetzt? Jetzt bist du hier sonst... Zurück, zurück, zurück. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, oder vielleicht stelle ich mich dabei auch einfach nur ein bisschen blöder an, aber anderen geht das auch so, mit denen ich spiele. Insofern hoffe ich mal, naja, vielleicht stellen sich andere auch blöder an. Das kann natürlich auch sein, das wissen wir am Ende nicht. Aber dann ist es halt trotzdem so, und insofern wäre es vielleicht gar nicht... Den haben wir nicht, den haben wir nicht. Da merkt man gerade, fehlt mir ein bisschen das Timing. Normalerweise hätte ich... Ich habe aufgehört zu schießen, weil ich dachte eigentlich, der wäre down, aber dann war er irgendwie nicht down. Das hat dann noch gefehlt. Wir müssen durch. Wir sind ganz schnell. Wir sind schnell. Okay, wir können uns vielleicht durchtanzen. Komm, komm, wir gehen jetzt nach oben. Dann sind wir vielleicht hinter den... Ja, komm, 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 komm. Nein. Da war noch einer. Okay. Okay. Naja gut, aber wir haben es versucht. Wär cool gewesen, wenn wir durchgekommen. Das wäre wirklich cool gewesen. Hätte mich gefreut. Weil das wäre wieder genau so eine Situation, wie ich sie doch wirklich liebe. Aber gut, wo fährt denn Kali Psycho hin? AKA Nico. Ist egal, wir nehmen ja hier die Innendinger hier wieder. Das ist, wie gesagt, draußen spielen ist das lame. Also mir gefällt es halt leider nicht. Sagen wir ein bisschen Qualm. Oh, doch nicht. Jetzt aber. Da haben wir unser Qualm. Das Boot ist von uns. Okay, okay, ich dachte schon, das war's jetzt. Aber sieht gut aus. Na, zeigt euch. Oh, nee. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Da sehe ich doch welche. Nehmen wir den mal kurz ein bisschen Leben raus. Wir gehen sogar vielleicht mal eins weiter. Oder doch nicht, oder doch nicht, oder doch nicht. Wir machen hier weiter. Kommt, zeigt euch. Nimmt die Nate. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir brechen hier so langsam aber sicher durch. Ja, sieht sehr gut aus. Dann gehen wir nämlich durch zu Emil und nehmen wir Emil wieder mit ein. Oh, da wird wieder geflamed, weil die Leute wieder... Irgendeiner wieder mit seinem Raketenwerfer auf Infanterie geschossen hat. Immer dasselbe, immer dasselbe. Aber gut, ich meine, es ist halt nur mal ein Spiel. Und ich finde es sogar, ehrlich gesagt, witzig, wenn sich Leute darüber aufregen. Auch wenn ich es selber natürlich nicht wirklich mache, aber ich finde es trotzdem, ehrlich gesagt, witzig. Und das ist Ewigkeit schon her. Oh, der ist voll im Arsch. Ich kann ein bisschen aufkappen. Einfach ein Lockshot. Nee, kein Lockshot. Bam, hart. Ui, fett, 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 fett. Ich weiß selbst bei Modern Warfare 2, was ja eigentlich so das erste richtige Multiplayer-Spiel war in Sachen Shootern auf jeden Fall, was Lions und ich zusammengezockt haben, da gab es natürlich auch schon Noob-Tube, da hat das damit ja hart angefangen. Man hat sich darüber ziemlich geärgert, aber man hat sich irgendwie auch immer gefreut, wenn dann der andere genoob-tubed wurde, also wenn Linus genoob-tubed wurde, dann war das auch irgendwie immer witzig, vor allem wenn er sich darüber aufgeregt hat. Also es hat auch seine guten Seiten. Die sind hier gar nicht so hart vertreten jetzt, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Okay, haben wir den Punkt? Ja gut, dann geht's wieder weiter zurück zu Caesar. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Eigentlich würde mir das hier drin recht viel Spaß machen, aber es ist fast ein bisschen wie bei Metro oder so, dass es hier halt sehr eindimensional ist bei diesen drei Punkten, weil es halt natürlich auch nicht angedacht wurde, dass man die Map wahrscheinlich einfach nur auf diese drei Punkten spielt. Den haben wir noch, den haben wir noch, den haben wir noch. Komm, komm, komm. Na, der ist doch tot. Der ist doch tot. Das sieht doch gut aus. Na gut, na gut, na gut, na gut. Okay. Ja, da vorne auch alles soweit safe. Der Punkt ist, nee, hier ist keiner mehr drin. Hier sind doch vielleicht noch welche drin. Da ist noch einer. Ah, der ist down, sehr schön. Immerhin 846 haben wir ihm noch mitgeholfen. Und markiert ist es auch. Sauber. Haben wir. Dann gehen wir mal weiter. Oh, die haben Flora. Was ist das für ein Rumpel? Ich glaube, das U-Boot stürzt gleich in sich zusammen. Oder stürzt gerade. Ja, ist es auch. Ja gut, dann nehmen wir halt jetzt das zusammengestürzte U-Boot ein. Wo sind sie? Ja, da hinten sind sie. Da ist doch... Ach, schade, schade, schade. Da fehlt mir echt ein bisschen das Handling mit der, aber irgendwie gefällt mir die auch. Also ich glaube, wenn ich mich mit der ein bisschen einspiele, kann die, glaube ich, insgesamt eine ganz coole Waffe werden. Weil die ist halt wirklich ein Allrounder. Da hast du irgendwie das Gefühl, die spielt sich auch eher wie ein Karabiner anstatt ein Sturmgewehr. Aber gut, da haben wir sie. Aber es geht, ich meine... Komm. Oben. Nur halt auf größere Distanzen, da merke ich dann doch ein bisschen zu sehr die Schwächen. Aber es ist halt auch, weil ich die mir natürlich mit Schalldämpfer spiele und deswegen Waffen wir eh immer schon so einen kleinen Malus haben, wenn es um Reichweite geht. Vor allem über Leuten, die das halt nicht benutzen. Aber es ist mir halt gut. Hoppadi hopp. Dann schauen wir mal, ob wir hier gleich wieder welche finden. Oh ja, da sind ein paar. Zack, zack, zack.
Zack. Oh, da wäre nur von links gemacht. Nein! Oh, RPG. Ja, da regt sich wirklich einer auf. Zu geil, zu geil. Ich meine, ich kann ihn verstehen, aber trotzdem ist es witzig. Naja gut. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Vielleicht als Pionier zu Nico. Oh, nach draußen. Du bist rot. Komm, den Hals rein. Au, das ist down. Das ist down. Sehr schön. Haben wir das gleich mitgemacht. Aber den Punkt haben wir an sich. Jetzt sitzen wir ein bisschen draußen fest. Aber wir werden, glaube ich, besnippt. Natürlich sind wieder auf der Mittelinsel, auf der großen Insel oben drauf. Auch die Snippe. Alter! Der nimmt niemanden mit. Sowas liebe ich ja. Sowas liebe ich. Oh, da sind sie dicke. Oh, da sind sie dicke. Oh, nice. Oh, komm, den kriegen wir da auch noch. Oh, nee, der ist down. Alter, wie der Heli da noch so drüber hinweggeflogen ist und so weiter. Oh, das sah schon ziemlich, ziemlich geil aus. Hier, komm, versuchen wir mal das Boot ein bisschen ins Wasser. Hier, ins Wasser mit dir. Nein, du sollst ins Wasser. Geh ins Wasser. Ach, ey. Kommt, helft mir doch mal. Ihr anderen, helft mir. Kriegen wir. Oh, da kommt schon einer. Schnell. Jetzt muss ich eigentlich. Komm. Nee, den haben sie. Schade. Oder? Da hinten ist auch noch einer. Jetzt können wir fast wieder reingehen. Oh, da ist noch einer. Mit dem Jetski. Den kriegen wir vielleicht. Nee, kriegen wir auch nicht. Jetzt werden wir schon von irgendwo links mit attackiert. Mal gucken wir mal. Die wollen hier doch tatsächlich wieder den Punkt einnehmen. Das können wir nicht zulassen. Ach, scheiße. Komm. Jetzt sitzen wir im Boot. Na gut. Dann müssen wir es wenigstens nicht ins Wasser kicken, so wie wir es davor gemacht haben. Sauber. Wenn ich ja zwar nur 5 Leben habe, aber das ist irgendwie okay. Dann fahren wir einmal mit der Kiste ein bisschen durch die Gegend. So, wo will er hin? Wo will er hin? Da will er hin. Nein, will er. Okay. Na, sehen wir was? Da ist er. Den haben wir, dann gehen wir mal schnell rauf. Gucken wir ein bisschen uns das Ganze aus der Nähe an. Vielleicht finden wir ja noch einen. Hallöchen. Oh, jetzt müssen wir auch kaputt machen. Haben wir noch nicht. Schade. Jetzt haben wir es kaputt. Na? Wo sind sie? Ich glaube, hier ist tatsächlich niemand. Oh, wir haben was geschossen und das sieht mir nach was Schwererem aus. Sauber. Bam. Sehr schön. Kann er nämlich knicken. Oh Gott, das klingt mir fast nach Heli. Wir müssen hier weg. Oh, das ist Boot. Schnell rein. So wird's auch gemacht. Liebe Grüße an Nico an der Stelle. Sehr schön. Er wird gewartet. Okay, fahren wir mal weiter. Wo will er hin? Ah, hier wird der Punkt eingenommen. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Komm, beweg dich. Da ist er. Oh, ja, erwischt. Da haben wir ihn. Sauber. Okay, mein Ticket ist Florida. Müssen wir jetzt wahrscheinlich mal hinfahren. Schauen wir mal. Mein Ticketmäßig ist alles noch relativ weit alles ausgeglichen. Wir können also auch alles kriegen. Oder vielleicht auch noch verlieren. Das werden wir noch sehen. Schnell ran da. Komm, vielleicht sogar ganz anlanden. Jetzt müssen wir den Punkt hier eigentlich mal auch langsam einnehmen. Sieht gut aus. Da ist so wieder so eine Anti-Air-Mine. Die haben wir. Von wo werden wir diesmal geschossen? Ich sehe es nicht. Da hinten ist einer. Schwimmen wir mal ein bisschen rein. Und down. Ach, da oben. Ja. Immer die Sniper da oben drauf. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Aber gut. Ich meine, das Witzige ist, bei Battlefield 1 müsste es ja dann irgendwann so sein. Ich meine, da gibt es auch Sniper. Aber ich meine, das sind ja eigentlich nur die Standardkarabiner dann im Endeffekt. Mit einem anderen Visier. Was aber auch wiederum bedeutet... Was dann eigentlich auch bedeutet, wenn man der Standardsoldat ist, wiederum müsste man den eigentlich auch recht gut Paroli bieten können. Weil wenn man einen recht großen Bildschirm hat oder gute Augen, dann kann man die ja dann höchstwahrscheinlich genauso beschießen, wie als wenn es eine Sniper wäre. Obwohl die, glaube ich, ein bisschen präziser waren, weil es waren ja ausgesuchte Gewehre, glaube ich, am Ende. Also die wirklich bei den Testschüssen recht gut abgeschossen haben, was die Präzision angeht, die wurden dann für Sniper-Gewehre genutzt. Ansonsten waren es aber auch die ganz normalen Karabiner, in der Regel. Ja, sauber, schön. Ah, sehr schöner Winkel. Da könnte ich kaum was machen. Sehr geil. Jetzt bräuchte ich eigentlich fast ein MG oder sowas. Aber die SKS ist dafür auch ganz schön. Zack. Streuen sie mal ein bisschen weiter. Oh, jetzt schießen sie so langsam aber sicher zurück. Ah, da wollte sich einer durchschleichen. Aber das kann er vergessen. Da muss er sein Laserlight ausmachen. Da haben sie Schrumse aber rein. Die Sau hier kriegt er auch eine Nade. Ich habe auch Nades. Ja gut, doch, die hat sogar was getroffen. Ja, Hallöchen. Sauber. Und den nächsten. Und noch einen. Das ist so schön, diese Position. Ja, die hatte ich auch schon mal. Ich habe sie nur echt wieder vergessen. Aber das bringt sie echt so extrem quer zu stehen. Ja,
Da hat es einer mit dem MG gemacht. Er steht sogar, der hat sich nicht mehr hingelegt. Normalerweise müsste man sich jetzt hier eigentlich ja hinlegen, ausklappen, die MG und dann geht's richtig ab. Komm schon. So, jetzt versuchen wir es gleich mal nochmal. Zack, da haben wir wieder einen. So läuft das, so läuft das. Oh, der liegt auf dem Boden, der liegt auf dem Boden. Wir haben ihm noch einen Header gegeben, aber wir sind dude. Da hat er uns, die Sau. Naja, gut. Da kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ansonsten halten wir sie aber recht gut auf, weil die sind da, glaube ich, recht hart vertreten. Ich glaube, sogar stärker als wir im Großen und Ganzen. Hier aber zu Nico. Was macht der hier? Hallöchen, hallöchen. Der ist schon durchgekommen. Sehr schön, sehr schön. So liebe ich das. Da ist da noch einer. Den kriegen wir auch noch. Sauber. Ist hier einer Medic dabei? Nee, ist er leider nicht. Kack, jetzt habe ich irgendeine Scheiße aufgenommen. Ach, je. Was ist das denn für eine Waffe? Das ist eine Segnest, glaube ich. Ganz, Alter, aber die spielt ja... Die ist ja richtig scheiße. Was ist das für eine Kackwaffe? Naja, gut. Naja, gut. Jetzt freuen wir uns erstmal wieder drauf, dass wir gleich unsere eigenen Waffen haben. Und dann gucken wir mal. Aufs Boot könnten wir natürlich. Dann gehen wir aber wieder schnell als Medic mit. Na, wo fährt er hin? Zu Florida wahrscheinlich. Sieht fast nach Florida aus. Fahr weiter, fahr weiter. Da kriegen wir eine gewischt. Scheiße. Na egal. Nicht so tragisch. Gehen wir mal gleich weiter. Komm, rauf da, rauf da. Wo sind sie? Da sind sie. Komm, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Die beschießen doch hier nicht etwa Nikos Boot. Den können sie nicht vergessen, vergessen können sie das. Der will es auch wissen, der will es auch wissen. Ach, der lebt noch. Schade, schade, schade. Komm, 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 wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ach, er ist down. Sehr schön. Hilfe als Kill. Wir radieren hier die ganze Insel zusammen. Sehr schön, sehr schön. So liebe ich das. Obwohl, wir nehmen den Punkt noch gar nicht ein. Wir müssen noch irgendwo da hinten sein dann wahrscheinlich. Gucken wir mal. Gehen wir mal jetzt rum. Wo chillt hier? Wo chillt hier? Ich sehe sie leider nicht. Das ist die Anti-Air-Mine. Die müssen wir gucken. Aber den auch, den auch. Ach, Kacke. Schlecht geschossen, schlecht geschossen. Aber was soll's. Insgesamt sind wir auf jeden Fall recht gut dabei. Komm schon, da ist doch sicher noch auf einer. Oder wir gehen da in das Boot und versuchen es einfach wieder rein. Wenn, wenn schon, denn schon, wenn wir hier mal draußen sind, dann machen wir das jetzt hier auch zu Ende. Können wir das so nicht auf uns sitzen lassen, ist klar. Komm, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Da ist einer down, den müssen wir heilen. Der ist abgehauen. Komm, komm, komm. Kriegt denn schnelle Heilung, der geht hier leider nicht. Wir müssen uns beilen. Ah. Wo sind sie denn? Schießen da überall mit ihren Raketen, wenn wir nicht hören, sie doch. Da ist noch einer. Ah, da hat er uns. So eine Kacke aber auch. Ja gut, und er lebt sogar noch. Der lebt noch. Jetzt holt ihn doch wenigstens. Ah, ja, sehr schön, sehr geil. So mag ich das und da ist die Runde auch vorbei. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.